Versuchslabor oder Arztgezüchter. Der neue Pilz aus dem Wald. Wirksamkeit in vielen Studien bewiesen. Chaga stärkt das Immunsystem und steigert die Vitalität. Chaga stärkt dein Immunsystem und steigert deine Vitalität. Dieser Pilz wird auch genannt und ist ein Heilpilz, der seit Jahrtausenden schon gegen Krankheiten besonderer Natur, die schwerwiegend sind, durchaus angewendet. Der schiefe Schillerporling ist ein Baumparasit. Der häufig auf Bäumen anzutreffen ist und in diesem Fall am meisten auf der Birke. Hier erkennt man richtig gut an den roten Stellen, wie der Pilz das Holz durchsetzt. Was für ein prächtiger Chaga. Da haben wir richtig Glück gehabt, den zu finden, auch noch auf so einer prächtigen Sammelhöhe. So, wir sind jetzt hier zu Hause und der Chaga ist quasi ein Heilpilz, den ich ja jetzt bereits von der Birke abgenommen habe. Ich werde ihn gleich mit einem Messer zerschneiden und dann in einem Tee verkosten und freue mich auch schon auf die vielen Wirkstoffe, die quasi positiv einem zugutekommen. Der Chaga enthält sehr viel Melatonin und aber auch Antioxidantien in Hülle und Fülle. Wir wollen ihn zerkleinern auf dem Brett mit einem herkömmlichen Messer und unterteilen ihn in kleine Stückchen, um ihn dann gleich im Tee aufzubereiten. Es ist so, den Pilz kann man an sich auch einfach so zur Unterstützung des natürlichen Immunsystems genießen, aber auch seine vielerlei unerforschten Dinge sind nicht zu unterschätzen. Man kann diesen Pilz auch trocknen, aber ich persönlich schneide mir immer mal gern was frisch für den Tee einfach ab. Gramm Chaga und 400 ml Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Wir werden den Chaga-Tee in diesem Glas jetzt servieren und damit das Glas nicht zerbricht, werden wir einen Löffel hineingeben, der die Hitze wiederum ableitet und das Glas nicht zum Zerbersten bringt. Damit man dieses Gefäß nun sofort mit der etwas heißeren Temperatur servieren kann, noch etwas Wasser hinzufügen. Somit senkt sich die Temperatur und der wunderbare Sud wird einem schmackhaft von der Temperatur serviert. Ja, was wir alles Wunderbares aus der Natur kreieren und die Natur für einen selbst schon bereitstellt, ist der absolute Oberknaller. Ich werde das Getränk, das heilsame, wohltuende Getränk, nun probieren und gleich berichten, wie es denn schmeckt. Es schmeckt förmlich ohne Zucker, ohne Zusatzstoffe, einfach nur der pure Chaga mit Leitungswasser. Mild vom Geschmack. Und lecker. Leicht süßlich. Leckerer Pilz. Oh, schaut da. Ein kleiner Birkenporling. Hey, der Birkenporling